machen könnte oder zumindest zu Ende bringen könnte, dann so raus muss. Das hat er sich, glaube ich, anders vorgestellt. Jetzt Kai Dittmann mit der Siegerehrung, der Pokalsieger 2016. Das sind super. Die Bayern, ich freue mich. Der 18. Titel. Und wir kommen natürlich gleich nochmal wieder mit Stimmen von den Trainern und weiteren Gesprächspartnern. Jetzt der Kai. Und der Pokal. 52 cm hoch, das wichtigste. 8 Liter Fassungsvermögen, der Sockel unten musste schon erweitert werden. Von Wilhelm Nagel aus Köln 1964 so kreiert. Zwischendurch hat Rudi Assauer auch mal für eine kleine Schräglage gesorgt. Und jetzt gibt es die Zeremonie, in der alle Beteiligten gewürdigt werden. Wir müssen uns da immer noch so ein bisschen dran gewöhnen, weil als Verlierer willst du da eigentlich nicht durch das Spalier der Sieger durch. Aber ich bin mir sicher, dass es der ehrliche Respekt ist. Thomas Müller hat das immer wieder gesagt. Die Dortmunder haben uns gejagt in dieser Saison. Reinhard Grindel, der DFB-Präsident, der Neue mit seiner Delegation, wird die Siegerehrung oben vornehmen. Und erstmal geht auch der Dank an den vierten Offiziellen, Bastian Dankert, an Marcel Peltgen und Dominik Schaal, die Assistenten, und Marco Fritz, den Unparteiischen. Die Sache mit Ribéry war grenzwertig. Nicht wirklich wahrscheinlich zu sehen, dass er ihn mit dem Finger im Auge erwischt. Alles andere sehr souverän und sehr gelassen. Hier und da mal eine gelbe Karte, die wir hier oben oder ich als etwas zu viel empfunden habe. Aber ansonsten war der Spielleitung auf der Höhe. Und das war nicht einfach über die gesamte Zeit für die Unparteiischen. Von meiner Warte aus kann er sehr zufrieden gleich in die Kabine gehen. Und die Schiedsrichter legen ja mal viel Wert drauf. Keine spielentscheidenden Fehlersituationen. Ribéry habe ich angesprochen. Dann war es eine gute Leistung. Ich glaube, dass da so viel dazugehört, wie die heute auch gezeigt haben. Und jetzt dann eben der schwere Gang für die Borussen aus Dortmund. 2013 Champions League, 2014 Pokal, 2015 Pokal und 2016 Pokal. Das waren die Finals, in denen sie gestanden haben nach dem Sieg 2012. Die haben sie verloren für Marco Reus. Wieder kein Titel, wenn er verletzungsfrei bleibt, mit der deutschen Fußballnationalmannschaft ab zur EM-Endrunde. Und es gibt nicht nur den Respekt der Bayern-Spieler und den Applaus, sondern auch Applaus der Bayern-Fans, die noch geschlossen in ihrer Kurve stehen für eine Mannschaft, die klar ihr Hauptaugenmerk auf die Verteidigung gelegt hat. Wie gesagt, wenn Tuchel da irgendwann mal die Basis schafft und sagt, da sind wir und jetzt leisten wir den Großen auch mal offensiv Paroli. Wenn sie das Bundesligaspiel in der Rückrunde, wenn die da ein bisschen mehr All-In gegangen wären, vielleicht hätten sie es verkürzen können. Liverpool, nehmen sie das Hinspiel vor allen Dingen mit. Und jetzt eben auch hier, Aubameyang hatte die Chancen, aber die Bayern hatten sie auch. Er hat sie in kürzester Zeit wieder auf das Niveau von vorher gebracht, nach dieser schwierigen Saison der letzten mit Jürgen Klopp. Sind der würdige Zweite, der Beste, den es in der Bundesliga-Geschichte bisher gegeben hat. Sind mit den Bayern ins Pokalfinale gegangen, inklusive Mats Hummels, der verletzungsbedingt raus musste. Und Guardiola weiß, das werde ich vermissen. All diese wunderbaren Taktikduelle gegen Tuchel. Da muss ich mir andere suchen jetzt in der Premier League. Er wird sie finden. Peter Frömmuth und Dr. Friedrich Curtius, Vizepräsident und Generalsekretär, sind bei Reinhard Grindel oben. Einmal durchschnaufen, dann geht es auch schon weiter. Auch für ihn heißt es jetzt, die Medaille entgegenzunehmen. Europameisterschaften, dann die neue Herausforderung. Tuchel souffliert Roman Weidenfeller noch ein paar Instruktionen mit. Es bleibt dabei. Nächster Anlauf für Tuchel, der zweimal Juniorenpokalsieger geworden ist mit Mainz und als Co-Trainer mit den Junioren der Stuttgarter. Und Mats Hummels, klar, kann man das hier nicht genießen. Die tröstenden Worte nimmt man wahr. Aber man weiß gleich, gibt es den Jubel für die Sieger, ist Konfetti und vor allen Dingen den Pokal. Und damit ist die Bühne frei. Hat den Bürger, die Teammanagerin. Yes.
Meister baut seine Rekord-Pokalsiegerbilanz aus. Alle sind sie da. Vorweg Sven Ulreich. Einmal Pokal, einmal Champions League, einmal Bundesliga. Thomas Müller, der sich mit Sicherheit noch was überlegt. Mario Götze, der verletzungsbedingt nicht teilnehmen konnte, dessen Zukunft jedenfalls von meinem Stand ungewiss ist. Jerome Boateng, 3 Monate lang verletzt, rechtzeitig zum Saisonfinale und zur EM wieder mit dabei. Viermal in Folge Meister, 3-mal unter ihm, unter Pep Guardiola, der sich feiern lässt für seinen 21. Titel als Cheftrainer in seiner 7. Saison. Auch Zlatan, der nach seinem Wechsel von Spartak Moskau so einen unglücklichen Einstand hatte, Gehirnerschütterung, keine Rolle gespielt hat. Kimmich war es dann, Tom Starke, der 3. Torhüter. Robert Lewandowski, der zum ersten Mal Pokalsieger mit den Bayern wird. Und dann kommt der Trainer und der Kapitän. Ah, noch gibt es ein bisschen was zu regeln von Ribéry, der schon 2008 mit dabei war. Holger Badstuber mit der 28, der immer wieder von schweren Verletzungen zurückgeworfen wird. Ja, Thomas Müller plant schon was, da bin ich mir relativ sicher. Er hat die Fassung wieder, Pep Guardiola, an seinem letzten Pflichtspieltag. Zum ersten Mal wirklich wahrscheinlich ehrliche Emotionen. Und jetzt ist die Treppe frei. Für ihn, der gezeigt hat, dass man im Fußball, auch wenn wir fast alles kennen, mit Viererkette und Fünferkette und diametral abkippenden Sechsern, dass man immer noch was machen kann. Von morgens bis abends. Fußball, das geht auf Kosten der Nähe zur Basis. Das will er so. Er darf. Zweimal Berlin, zweimal Sieger. Pep Guardiola. Die Liga wird ihn vermissen. Die Premier League freut sich schon. Vielleicht sieht man sich wieder im internationalen Fußball. Aber die Anspannung, dass er sehr verlangt hat, war schon enorm. Und Philipp Lahm, der zum 6. Mal wie Oliver Kahn und Claudio Pizarro den Pokal gewinnt. Schweinsteiger hat 7-mal, auch wenn er nicht immer wirklich mit dabei war, darf ihn jetzt in den Nachthimmel von Berlin recken. Lahm und Guardiola. DFB-Pokal. Herzlichen Glückwunsch zu Titel Nummer 18. Ein Sieg auch für Matthias Sammer, mit den besten Wünschen nach München. Ein spannendes Finale, das im Elfmeterschießen entschieden worden ist. Zugunsten von Guardiola und seinen dominanten Münchnern. Jeder darf und jeder will. Lewandowski, wie gesagt, zum ersten Mal. Mit den Bayern, mit Dortmund hat er ihn geholt. Thiago, der auch immer wieder zurückgeworfen worden ist. Von Verletzungen. Costa, der den entscheidenden Elfmeter verwandelt hat. Und Alaba, einer der überragenden Akteure beim FC Bayern, egal wo man ihn hinstellt. Immer
Sieger wieder ein würdiger Rahmen des Berliner Olympiastadions, das Finale und die Siegerehrung. Achtung, Starke darf noch mal. Thomas Müller hebt sich alles noch auf für die Ehrenrunde mit dem Pokal. Joshua Kimmich, der sein erstes Finale gespielt hat, der eine Karriere hingelegt hat, ohnegleichen. Pausen wird es nicht geben durch die Europameisterschaft. Und dann kommt Carlo Ancelotti und macht weiter. Den großen Dank an beide Mannschaften für ein bis zum Schluss spannendes Finale. Respekt und Glückwunsch an Borussia Dortmund für diese Saison und Respekt und Glückwunsch an den FC Bayern München für eine erneut fabelhafte Saison, die sie zum 10. Mal jetzt mit dem Double krönen. Einmal müssen sie sich noch zusammenreißen für das Foto. Mario Götze, der mit Costa seinen Spaß hat, Javi Martinez und auch der aufgrund seiner Verletzung nicht mit dabei. Also jetzt noch einmal zusammenreißen, ein vernünftiges Foto und dann darf gefeiert werden. Morgen auf dem Marienplatz mit den Fans die Saisonabschlussparty. Und heute Nacht, denke ich mir, wird es hier und da noch weitergehen. Auch offiziell mit Erlaubnis des Vereins. Souverän und sicher durch. Zwei Gegentore, das war's. Und auf der letzten Rille, als es nur noch darum ging, irgendwie die Kraft zusammenzuhalten, haben sie es gezeigt, über 120 Minuten nach einem, sagen wir mal, überschaubaren ersten Durchgang haben sie Gas gegeben, haben Tempo gemacht, wollten das Spiel vor dem Elfmeterschießen gewinnen. Am Ende haben sie es im Elfmeterschießen gemacht. Und jetzt nähert sich der offizielle Teil seinem Ende. Mal gucken, wer da noch kann. Hier mit den Zuschauern und den Fans ein bisschen Spaß zu haben. Den wollte er haben, den hat er. Eine spannende Saison geht zu Ende. Die Relegation haben wir noch. Champions League Finale leider ohne deutsche Beteiligung. Ich drücke die Daumen für die Europameisterschaft und freue mich auf den Saisonstart Mitte August mit den Bayern und all denen, die beschlossen haben, sie nicht nur zu ärgern, sondern vielleicht auch zu jagen. Jetzt feierfrei für die Münchner und Sebastian Hutt mit unseren Gästen.